Hallo ihr Lieben, das Wetter ist ja wirklich fantastisch. Es ist richtiges Balkonienwetter. Deshalb möchte ich auch gar nicht viel erzählen und zeige euch heute gebackene Kartoffelspalten aus dem Backofen. Dazu gab es bei uns heute panierte Putenschnitzel, ofenfrisches Pogaccia und ein erfrischendes, leckeres Dessert aus der Cook for Me, und zwar Kokos-Himbeer-Dessert. Alles ist bereits hinterlegt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Beitrag. Und viel Spaß beim Ausprobieren. Die Kartoffelscheiben werden in kochendes Salzwasser gegeben und kochen darin nun etwa 15 Minuten. Zwei Eier. Ein Teelöffel Salz. Zwei Esslöffel Mehl. Ein Becher Creme Fraiche, Sahne oder Schmand. Und dieser Becher dient uns nun auch wieder als Maßeinheit. Wir benötigen jetzt einen Becher Milch. Ora.